Ich habe 1984 ein Lied geschrieben, Alt wie die Welt. Und zwar für alle meine Kollegen, damals waren das 420. Und das war Weltrekord und das haben wir in Leipzig zusammen gesungen. Wir schauen noch mal rein. Alt wie die Welt, groß wie die Welt, reich wie die Welt, so ist das Lied. Ist wie ein Fluss, ist wie das Meer, ist wie ein Spiegel, in dem man sieht. Ja, eine kleine Abordnung ist heute hier. Und bitte, liebe Kollegen zu Hause, seid nicht böse, die ihr damals mitgesungen habt. Wir schließen euch alle mit ein, aber das ist einfach technisch nicht möglich. Hier 420 Leute sind ja mehr als unten hier. Ne? Das geht nicht. Wir begrüßen zunächst ganz herzlich Andreas Holm. Danke, Andy Holm. Hier ist Thomas Lück. Wo kommt der Schnee auf den Kilimandscharo her? Wie kann denn so etwas nur geschehen? Wo kommt der Schnee auf den Kilimandscharo her? Das hat die Welt noch niemals gesehen. La, 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 wo kommt der Schnee auf den Kilimandscharo her? Wie kann denn so etwas nur geschehen? Wo kommt der Schnee auf den Kilimandscharo her? Das hat die Welt noch niemals gesehen. Thomas Lück! Tommy, komm zu uns. Wir begrüßen jetzt Monika Herz. Jedes Jahr, wenn der Sommer kommt, fahren wir in den Süden. Und wir sind da bei Meer und Wind, immer froh, immer so zufrieden. Dieses Jahr war es wieder so wunderbar und so herrlich wie immer. Doch wenn ich nach dem Tag nachts im Bettchen lag, pfiff ein Vogel in unser Zimmer. Und er sang jede Nacht so laut. Dabei kamen wir leider nie zum Schlafen. Und wir fragten, was sich der Bursche traut. Keine Nacht war ruhig, wir bin dazu. Kleiner Vogel, wo ab, wo singst du heut? Kleiner Vogel, wo ist die Sommerzeit? Als dein Lied erklang alle Nächte lang. Monika Herz. Monika Herz, herzlich willkommen, Hartmut Schulze-Gerlach. Liebe, Liebe, Linda, du musst traurig sein.
und Samuk. Herzlich willkommen, Regina Toss. Meine Damen und Herren, und jetzt begrüßen wir Uwe Jensen. Vielen Dank, Uwe. Wir begrüßen jetzt Maja Katrin Fritsche. Katrin Fritsche. Da, guten Abend, mein Schatz. Und nun begrüßen wir Hans-Jürgen Bayer. Zurück. Hat man geweint und hat man getanzt, frei
sein und steig in die Nebel. Hat man sonst auch kein Glück? Eines Tages dreht der Baum, den man gepflanzt. Tag für Tag und Jahr für Jahr wächst der Baum. Der Traum wird wahr, wird wahr. Hans Jürgenmeier! Danke, Hansi. Und jetzt begrüßen wir ganz herzlich Gerd Christian. Sag es ihr, wenn du sie wieder siehst, dass ich sie nicht vergessen kann. Sag es ihr, wenn du sie von mir grüßt, ich beneide ihren Mann. Sag ihr auch, ich lieb sie immer noch, und ich weiß nicht, ob das je vergeht. Es ist zu spät. Ein wunderschönes Lied. Danke, Gerd. Das ist wirklich wie eine Klassenfeder, oder? Dass wir uns sehen. Wir haben uns früher immer beim Kasselbund oder sonst woanders gesehen und haben dann abends noch ein bisschen zusammen gesessen, haben Späßchen gemacht. Und wir trinken erstmal ein. Ja? Genau. Auf euer Wohl, liebe Freunde. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ich habe sie alle einzeln angerufen und ihr habt mir die größte Freude gemacht. Ihr habt alle Ja gesagt, obwohl ihr gar nicht wusstet, was auf euch zukommt. Das ist doch klasse, wa? Alle wirklich. Das ist, jetzt mal ganz ehrlich, die schönste Freude, die ihr mir machen konntet. Wir haben auch viel erlebt. Ne? Wir wollen mal einiges gucken lassen. Ich fange am besten mal an. Thema Autogrammpost. Ich stehe auf Toilette, wie Männer da so stehen. Und stellt sich einer neben mich und sagt plötzlich: Kann ich mal ein Autogramm? Ich sage, kann ich erstmal zu Ende? Ja, recht vielen Dank. Ich habe vermieden, ihn direkt anzusprechen. Ich habe ganz Ähnliches erlebt. Im Kulturpalast in Dresden, da sagt so in der Reihe mit den Männern so genau das Gleiche. Ja, so, genau. Der guckt mich an und so in der Reihe so und sagt, kann ich mal ein Autogramm haben? Und so, ich habe gerade keine Hand frei, Entschuldigung. Auch eine Möglichkeit. Du hast auch was erlebt, ne, auf Toilette. Ja, sprich mal nach vorne. Das eine kleine lustige Geschichte ist circa ein Jahr her und ich war auf einer Veranstaltung und das Licht auf den öffentlichen Toiletten war am besten, also habe ich mich dort geschminkt. Ja. Etliche Damen kamen und haben sich auch ganz lieb mit mir unterhalten. Ja. Eine kam noch mal zurück und sagte, vielen lieben Dank, ich habe Ihnen dort einen Euro hingelegt. Im Laufe des Berufslebens erlebt man natürlich allerhand. Aber für mich etwas ganz Spektakuläres war, 1971 wurde ich delegiert zum Internationalen Liederfestival nach Brașov, Rumänien. Paulchen Kuhn, die Big Band, hat damals gespielt. Gerd Naczynski hat mir das wunderschöne Lied geschrieben, Rom Tarom. Tarom. Was wir nicht ahnten, die rumänische Fluggesellschaft heißt Tarom. Und darum hab ich auch einen Preis gekriegt. Weil die dachten, es ist ein Loblied auf ihre rumänische Fluggesellschaft Tarom. Und dabei heißt es, mein Herz schlägt
Rom, Tarom, ja. Für dich heute, Frankie. Vielen Dank, vielen Dank. Ja. Gerd, Christian. Ja, bei mir war alles ganz anders. Da gab es keine Toilette und keine Flieger. Ich kann mich auch nur schwer erinnern. Ich war noch ganz klein, bin gerade geboren worden und lag dann mit meiner Mutter im Kreißsaal. Und da habe ich so komisch geschrien, anders als die anderen Babys. Und da haben die Ärzte gemeint, na irgendwie werden sie den noch operieren müssen mit der Stimme, an der Stimme. Und da hat meine Mutter einen Schreck bekommen und hat gesagt, na, er wird ja nicht gerade Lehrer oder Sänger werden. Ja. Bist da gerade mal drumherum gekommen. Sag mal, wir haben ja auch was erlebt. Ein Titel von Dieter Schneider hieß ja später ja. Nordpol, Südpol. Aha. Aber vorher hieß er, das habe ich schon oft erzählt, ich gehe von Dresden nach Frankfurt zu Fuß. Da haben die gesagt, ja welches Frankfurt, das kann man nicht so lassen. Das stimmt. Und du warst damals zufällig bei Dieter in der Wohnung. Genau, und durch diesen Zufall hast du dieses schöne Lied bekommen, das da heißt... Ich gehe vom Nordpol ja. zum Südpol zu Weil Fuß. Sie gesagt hat, nehmt doch Nordpol, Südpol, das glaubt doch sowieso keiner. Vielen Dank, Monika. Andi. Ich habe schon gedacht, ich darf gar nicht erzählen. Oh. Ja. Ich bin ja mit dem Tommy immer unterwegs, mit dem Thomas Lück auf Tour, wir beide. Und da kam ein Veranstalter zu uns und sagt, seid nicht sauer, aber wir haben heute keinen Moderator. Aber es ist nicht so schlimm, wir haben ja Erwin. Erwin sagt die Veranstaltung an, er geht nach vorne und sagt, meine Damen und Herren, jetzt für Sie Thomas Lück und Michael Holm. Das war noch nicht der Gag. Nächsten Tag, meine Lieben, hatten wir wieder eine Veranstaltung und der Thomas hat sich schon köstlich amüsiert und gelacht, hat er gesagt, geh mal nach vorne zu dem Moderator und sag ihm, dass er nicht Michael Holm sagen soll. Ich sag, das ist doch Quatsch. Die Ansage erfolgt, meine Lieben, und folgendermaßen. Bisschen professioneller war das schon als bei Erwin. Liebe Gäste, freuen Sie sich und begrüßen Sie mit einem herzlichen Beifall Andreas Holm und Ingolf Lück. Hey. Das ist ein Hammer, wa? Da musst du erst mal drauf kommen. Auf so viel. Herrlich. Hansi. Okay, ich kam von einer Veranstaltung aus Zeitz und war sehr schnell unterwegs, weil ich meinen 12-jährigen Sohn Michael mit an Bord hatte. Es war 1982 und wollte nach Berlin. Es war 23 Uhr, kurz vor Michendorf, habe vor mir ein Auto, was ich überholen wollte. Und ich sage zu Michael, ich mach mal Licht, das Auto kenne ich. Ich weiß jetzt nicht, wer drin sitzt, aber wahrscheinlich ein Kollege. Wir winken, überholen das Auto. Michendorf, nach Michendorf waren extra aufgestellte Schilder 80, 60, 40. Ich sage zu meinem Sohn, oh, dein Vater, der Idiot, ich bin zu schnell gefahren, oh, so ein Mist. Und sofort Volkspolizist fragte, ich sollte rechts anhalten, also beziehungsweise zeigte mir das durch den Verkehrsstab. Ich hielt an, Scheibe runter, Ihre Fahrerlaubnis bitte. Ich muss zum Kofferraum. Moment, die habe ich hinten. Plötzlich kam das Auto, was ich vorher überholt habe. Bremst ein Auto, wie verrückt, quietscht, steigt aus, war das ein Zauberkünstler, Hardilosaur Romano, und sagt zu mir, Hans, hast du den Programmablauf schon? Ich dachte mir, was meint er denn? Ja, kommst du zu spät? Bist du zu schnell gefahren? Na, das wird mir ja der Genosse sagen. Gut, ich sage Genossen Honecker Bescheid, dass du dich verspätest. Steigt wieder in sein Auto, fährt ab und der Polizist zu mir, Herr Bayer, stimmt das? Singen Sie jetzt beim Genossen Honecker? Ja. Schnell steigen Sie ein, fahren Sie weiter! Liebe Freunde, das war klasse. Wir müssen auch weiter. Wir müssen jetzt endlich das schöne Lied nochmal singen. Alt wie die Welt. Für euch und für uns auch. Komm. Zeit entstanden, schmückten diese Erde, Worte gaben Wärme, Menschen zueinander fanden.
Lieder sind es Lieder, erzählen vom Leben, das wir lieben. Von Wünschen, die wir in uns tragen, vom Großen und dem Kleinen fliegen. Alt wie die Welt, groß wie die Welt, reich wie die Welt, so ist das Lied. Ist wie ein Fluss, ist wie das Meer, ist wie ein Spiegel, in dem man sieht. Du und ich sind ein Lied. Liebe Freunde, ich habe mal ausgerechnet, wie viele Jahre wir zusammen auf der Bühne stehen. Nicht wie alt wir sind, auf der Bühne stehen. Hier stehen 490 Jahre DDR und deutsche Musikgeschichte. Danke, mein Schatz. Ich danke euch. Hansi, mein Lieber. Ciao, bis bald. Ciao, mein Lieber. Mach's gut, Tommy. Muck, vielen Dank. Danke, mein Lieber. Vielen Dank. Bis bald. Meine Freunde, meine Kollegen.